Hallo, guten Tag. Im Zuge meiner Bachelorarbeit Umsetzung der virtuellen Inbetriebnahme anhand einer Lagerstation aus der digitalen Minifabrik konnte die Kinematisierung in Form einer Ablaufsteuerung der Anlage durchgeführt werden. Hier zu sehen ist eine Tasterbox zur Interaktionsmöglichkeit, wobei bei Betätigen des Buttons ein Material erstellt wird. Und visualisiert durch den Lichtschranken und den Sensor sieht die Anlage, ob ein Bauteil erzeugt worden ist oder ob ein Bauteil da liegt. Diese Bauteile werden von dem SCADA-Roboter an den Eingang gelegt, wobei hier wieder ein Lichtschranke zur Erkennung der Bauteile implementiert wurde. In der Mitte zu finden ist ein kartesischer Roboter. Dieser bewegt die Boxen in die entsprechenden Lagerplätze, wobei diese fortlaufend gefüllt werden. Im Zuge der Kinematisierung beschäftigt man sich intensiv mit dem Ablauf der Bewegungen der einzelnen Aktoren und den Signalen der Sensoren. Durch das Durchgehen jedes einzelnen Schrittes kann hier Optimierungspotenzial sehr gut erkannt und aufgedeckt werden. Hierbei spielt der Materialfluss und die Bewegungen der Roboter eine Rolle. Auch Optimierungen von Software können abgeleitet werden, wie zum Beispiel die Einsparung der Sensorik am kartesischen Roboter durch Ersetzen von Merkervariablen, ob die Lagerplätze belegt sind oder nicht. Hierbei werden Kosten zur Hardware eingespart. Die Kinematisierung selbst besteht aus der Konfiguration der jeweiligen Bauteile hinsichtlich Art der Ansteuerung, verwendeten Variablen, Kollisionsmöglichkeiten, weitere Eigenschaften und der Programmierung des Ablaufs in sogenannten Modellscripts, die in Form einer State Machine durchgeführt wurden. Hierbei gibt es mehrere Netzwerke, die untereinander kommunizieren. Im Zuge des Projektes konnte der Materialfluss kinematisiert werden und getestet werden und Optimierungspotenziale am Design und hinsichtlich Vereinfachung der Arbeit, der Hardware vorgeschlagen werden. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit.